Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Ehrengäste mit dem Herrn Vizekanzler, dem Herrn Bischof und dem Präsident Enzenhofer an der Spitze, liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich darf gleich die schönste Volksmusik-Boygroup Österreichs aufgreifen und einen Satz daraus nehmen. Wir verkaufen die Schuhe an die Chinesen. Also keine Sorge, aber es ist nicht ganz so ferngegriffen, denn vor kurzem hatten wir Besuch der Repräsentanten unserer Partnerprovinz Shandong in China. Eine kleine, feine Provinz, nur 100 Millionen Einwohner, also durchaus vergleichbar mit Oberösterreich. Was die aber besonders wissen wollten und warum sie auch da waren, ist, wie funktioniert das Schulsystem, insbesondere auch das duale Schulsystem. Und sie wollen es zwar nicht einkaufen, aber abschauen. Und das ist ja in China gar nicht so wenig oft der Fall. Aber damit soll man sehen, dass unser Schulsystem, Sie, sehr geehrte Damen und Herren, Lehrerinnen und Lehrer, wirklich international sich in die Auslage stellen können. Und da möchte ich auch beim Norbert Schnedl anschließen. Ich teile seine Analyse, die er da mit dem Teamchef und der Nationalmannschaft gezogen hat. Einen kleinen Unterschied gibt es dazu, muss ich zu meinem Leidwesen als Fußballfan sagen. Unsere Schule, unsere Lehrerinnen und Lehrer sind nachhaltig erfolgreich. Dazu gratulieren wir Ihnen und euch sehr herzlich und bedanken uns auch dafür. Ja, wahrscheinlich werden Sie, so wie wir auch gefragt, warum bist du Politiker, warum bist du eigentlich Lehrerin oder Lehrer geworden? Da werden Sie wahrscheinlich eine Standardantwort drauf haben. Da wird es auch viele Gründe geben, weil Sie das Fach interessiert, weil Sie gerne Wissen vermitteln und weitergeben. Ich habe da immer so meine kleinen Schlüsselerlebnisse, die mich auch persönlich wahnsinnig freuen. Das war heute so, wie die Gschwandner Volksschulkinder aufgetreten sind oder wenn man bei Schulfeiern und Schuleröffnungen dabei sein darf. Wenn man da sieht, wie Lehrerinnen und Lehrer bei Vorführungen und Auftritten mit dabei sind, mitfiebern und dann eine unbändige Freude darüber haben, dass mit den Kindern hier etwas gelungen ist. Und dann denke ich mir immer, das muss eigentlich genau das Erfolgsgeheimnis unserer guten Schule, das muss das Erfolgsgeheimnis sein, warum man Lehrerin oder Lehrer geworden ist und ist, weil man einfach eine Freude und eine innerliche Erfüllung dabei hat, mit den Kindern Dinge zu entwickeln, die die Kinder bewerkstelligen und die die Kinder aufführen und für sich selber zustande bringen können. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, sollten wir auch immer im Auge haben, dass es genau darum geht. Um diese persönliche Beziehung zwischen Kind, junger Dame, jungen Herren und Lehrerinnen und Lehrer, die in dieser Beziehung einfach ganz viel Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung voranbringen. Und dafür danken wir auch ganz, ganz besonders. Das ist eine große Verantwortung, die Sie hier haben. Ich hoffe aber, Sie wissen und spüren das auch tagtäglich, dass Sie mit dieser Verantwortung nicht alleine dastehen, sondern dass Sie den Rückhalt aus der oberösterreichischen Landespolitik und Landesregierung haben. Die verdienen Sie sich durch diese Empathie, die Sie auch in den Beruf einsetzen und bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn man Verantwortung trägt, wird man auch sehr schnell für etwas verantwortlich gemacht. Das sind Sie wahrscheinlich gewöhnt. Und natürlich ist es so, in einer Zeit, wo sich viel weiterentwickelt, dass auch der Anspruch an die Schule, an das System Schule gestellt wird, dass sie sich mit- und weiterentwickelt. Ich glaube aber, das wäre ein etwas niedrig gesetzter Anspruch, denn wenn wir gewohnt sind, eine gute Bildung, eine feste Bildungslandschaft zu haben, dann müssen eigentlich die Entwicklungen in der Bildung und in der Schule voraus sein, um eben unsere jungen Leute entsprechend fit zu machen. Und ich glaube, dass Lehrerin sein und Lehrer sein einer der ganz wenigen Berufe ist, wo man tagtäglich mit der Veränderung und auch mit der Weiterentwicklung lebt und daher auch gar nicht so viel Angst davor hat, wie andere von außen vielleicht hineindeuteln wollen in den Beruf, wenn sich Dinge verändern. Sie sollen nur, und da stimme ich mit Paul Kimberger, mit Norbert Schnedl, mit Fritz Enzenhofer überein, sie sollen nur am Punkt sein, sie sollen ehrlich geführt werden, miteinander geführt werden. Und die Dinge sollen auch beim Namen genannt werden und man soll auch sagen, was dabei herauskommen soll. Und insofern möchte ich Ihnen auch gratulieren, dass Sie dabei sind, wenn es Entwicklungen gibt. Und das brauchen wir auch deswegen ganz dringend, sehr geehrte Damen und Herren, weil in der Zeit, wo so viel Veränderung stattfindet, geht es ja nicht mehr nur bloß darum, dass wir den jungen Leuten Wissen vermitteln, sondern vielmehr auch darum, dass sie gestärkt werden, dass sie damit umgehen können,
sich auf Neues einzulassen, sich davor nicht fürchten zu müssen, sondern die Dinge auch selber in die Hand zu nehmen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, wir entwickeln miteinander, dann möchte ich ohne Eigenlob, aber was gesagt werden muss, muss gesagt werden, sagen, dass wir in der Weiterentwicklung des Bildungsgeschehens im Lande dieses Miteinander wirklich ernst nehmen. Und ich möchte auch danken, heute hier vor diesem Publikum der Lehrervertretung, dass Sie bereit sind, in unserer Taskforce Bildung im Land Oberösterreich mitzuarbeiten, wo selbstverständlich Lehrer, Eltern und Schülervertreter dabei sind, um miteinander die Dinge voranzubringen. Und wir haben auch schon wirklich Erfolge im Sinne unserer Kinder erzielen können. Das Wichtigste bei uns ist, und heute und im CLV sind ja auch die Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen vertreten, das Wichtigste für uns ist eigentlich, dass wir den Einstieg, die Basis in die Bildung ganz exzellent machen und gut legen. Unser Genius Loki, Anton Bruckner, hat einmal gesagt, wenn du hohe Türme bauen willst, dann musst du dich ganz lang mit dem Fundament beschäftigen. Und genau das ist es eigentlich auch, worauf es in der Bildungslandschaft, im Bildungsgeschehen ankommt, im frühkindlichen Alter, im Grundschul-, im Volksschulalter, die Bildung ganz, ganz gut zu legen. Und wir beschäftigen uns daher dank eurem Zutun sehr intensiv mit dem noch besseren Verschränken von Kindergarten, Kinderbetreuung und Volksschule. Und das hat dazu geführt, dass wir österreichweit jetzt den Piloten, den die Bundesregierung hier vorhat, das Pilotprojekt ab nächsten Schuljahr, ab nächsten Kindergartenjahr haben werden. Das ist ein Erfolg, den sich die Pädagoginnen und Pädagogen in diesem Land erarbeitet haben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin gerade vom Budgetausschuss des Landtages gekommen und darf Ihnen vermelden, es kann beruhigt weitergearbeitet werden. Wir haben sowohl den Dienstpostenplan der Landeslehrerinnen und Landeslehrer beschlossen, im Übrigen einer, der wirklich die Vorgaben des Bundes einhält, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern. Und wir haben auch das Schulbaubudget durch den Budgetausschuss gebracht, was bedingt, dass wir hoffentlich in einigen Ihrer Schulen, von denen Sie heute gekommen sind, auch die eine oder andere gute bauliche und räumliche Weiterentwicklung machen können. Lassen Sie mich noch auf die letztjährige Generalversammlung des Christlichen Lehrervereins eingehen. Das war so die Zeit, als gerade in Oberösterreich auch die große, breite Integrationsdebatte losgegangen ist. Kein Thema, das für Sie überraschend ist, denn in der Schule ist Integration in all ihren Facetten und Bedeutungen immer Thema und wird auch dort sehr gut gemacht. Aber in diesem Jahr, und das möchte ich auch als Danke in diese Runde zurücksagen, in diesem Jahr hat sich gezeigt, dass die Kompetenz und die Vorgaben, die man als in der Schule auch macht in Sachen Integration, auf breite andere Kreise übergegriffen haben. Ja, dass die Stabsstelle, die der Präsident Enzenhofer am Landesschulrat für Integration eingerichtet hat, auch als Ratgeber, als Begleiter für viele andere Bereiche in diesem Land für Integration genommen wurde. Und das ist wichtig, weil dort genau die Dinge eingefordert werden, aber auch begleitet werden, die wir brauchen, wenn wir zusammenwachsen wollen. Das Vermitteln unserer gemeinsamen Sprache, das Fördern, aber auch Einfordern. Und ich gratuliere Ihnen und euch, dass ihr da als Vorbild auch wirklich im Land Oberösterreich gilt. Und der Fritz Enzenhofer hat heute etwas hervorgestrichen, was ich auch noch ganz bewusst bei dieser Gelegenheit machen werde. Sie werden ja vor allem die Neumitglieder nicht ausschließlich dem Charme des Michi Weber erlegen sein, sondern sich auch überlegt haben, warum trete ich dem Christlichen Lehrerverein in Oberösterreich bei. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Sie sich in Übereinstimmung befinden mit dem Ziel, mit dem Wertegerüst, mit den Grundlagen, die hier vertreten werden. Und sehr geehrte Damen und Herren, ich bin nicht dafür, dass wir wieder Staat und Kirche, Staat und Religion vermengen oder etwas in dieser Richtung einführen. Aber Europa und gerade auch unser Land und Oberösterreich ist nun einmal auf christlichen Fundamenten gebaut und hat sich deswegen zu einem so guten Land entwickelt, weil wir an diesen Werten wie Eigenverantwortung, Hochhalten der persönlichen Freiheit, Respekt vor und Arbeit an der Schöpfung, aber auch an der Solidarität, am Zusammenhalten orientiert sind. Und deswegen haben wir auch zum Beispiel so gute soziale Netze. Und dieses Grundwertegerüst macht uns stark, offensichtlich auch für viele andere attraktiv. Deswegen dürfen wir aber auch mit Fug und Recht sagen, wir wollen auch
dass diese Grundwerte des Zusammenlebens eingehalten werden. Wir wollen sie nicht verwässern. Wir wollen sie nicht verwässern. Wir wollen sie nicht verniedlichen, sondern wir wollen sie hochhalten und festigen, aber natürlich auch einladen, dass sie auch angenommen werden können und dass man auch den Umgang damit entsprechend lernt. Der Wertekompass, den wir für Kindergärten und Schulen gemeinsam mit vielen Expertinnen und Experten erstellt haben, soll dazu auch entsprechend beitragen. Sehr geehrte Damen und Herren, Lehrer sind ehrliche Leute, nehme ich mal tagsfrei an. Daher frage ich jetzt so in die Runde, ganz ehrlich, wer hat im Laufe dieses Meetings noch nicht sein Smartphone, sein Handy oder so zur Hand genommen und noch nicht daran herumhantiert? Ganz ehrliches Handzeichen. Ich revidiere meine Grundthese. Lehrer sind auch nur Menschen. Okay. Worauf es mir aber ankommt, sehr geehrte Damen und Herren. Wie oft hören wir Sätze oder haben es vielleicht schon selber gesagt, ist es nicht faszinierend, unsere Kinder? Die nehmen das Smartphone zur Hand, die nehmen das Tablet und flugsdiwuchs können sie damit umgehen. Die beherrschen das viel besser als ich oder wir. Das stimmt und darüber sollten wir uns auch freuen. Nur ich lade Sie ein, dass das nicht unser Anspruch bleibt, unser letztgültiger. Wir gerade in der Schule, in der Bildung, sollten den Anspruch haben, dass unsere jungen Leute, unsere Kinder die Welt im Griff haben, die dahinter liegt. Wie funktioniert das Ding? Welche Sprache spricht das eigentlich? Bleibt Programmieren auf ewig ein Fremdwort für mich, wo ich mich auf IT-Experten verlassen muss? Sehr geehrte Damen und Herren, gehen Sie bitte mit uns diesen Weg, dass wir uns das Ziel setzen, dass das eine Grundtechnik werden muss, wenn wir wollen, dass unser Bundesland ein weithin herumgereichtes Aushängeschild als Industriestandort bleibt. Wir müssen auch das zu einem Thema und zu einer Fertigkeit machen, die unsere Kinder zumindest in Ansätzen können und wo sie zumindest in Ansätzen auch damit umgehen können. Dabei lassen wir sie nicht alleine. Es wird kein Schritt C vor dem Schritt B oder A gemacht. Ich weiß, dass wir da zuvorderst natürlich einmal auch die ordentlichen Internetanschlüsse für Schulen herstellen müssen, vor allem auch außerhalb des Zentralraums. Wir haben daher jetzt eine Förderung gestartet, um die Schulen auch damit auszustatten, damit sie an das schnelle Breitband, an das Glasfaserkabel angeschlossen werden können. Aber dann muss der nächste Schritt folgen und ich danke den vielen Initiativen, die es von engagierten Lehrerinnen und Lehrern schon gibt. Das ist die zentrale Frage, wo sich die Spreu vom Weizen trennen wird und wo sich die Erfolgsgeschichte Oberösterreichs fortsetzen kann oder wo wir sukzessive ins Hintertreffen gegenüber anderen Regionen geraten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich gratuliere dem CLV an der Spitze, dem Fritz Enzenhofer und der Johanna Müller, sehr, sehr herzlich zu seiner Arbeit, für Sie, für die Lehrerinnen und Lehrer. Gratuliere auch zu diesem tollen Signal heute im übervollen Design Center in Linz. Das ist ein gutes Zeichen für die Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für die Bildung und Schule in Oberösterreich. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich für das gute Miteinander, sowohl mit dem CLV als auch dem Landesschulrat für die Bildungsweiterentwicklung in unserem Land. Und ich danke Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre tagtägliche Arbeit, die natürlich ausschließlich belobigt wird vor Ort, von dem gehe ich einmal aus. Sollte da oder dort einmal die Kritik dabei sein, dann denken Sie daran, wir schätzen das und nicht nur bei Reden im Design Center. Ich danke auch herzlich für Ihr persönliches Engagement, für das Einbringen der gesamten Persönlichkeit und wünsche Ihnen, wenn Sie wieder in Ihre Klassen und Schulen zurückkehren, dass Sie diese Freude, mit den Kindern arbeiten zu können, auch genießen. Sie tun damit dem Land Oberösterreich und seiner Zukunft einen ausgesprochen guten Dienst.